Let's go. Hey, ihr beide, ich brauche einen hier und den anderen rechts. Na los, Beeilung! Sentinel 3, ich brauche Luftunterstützung. Wir nähern uns Ihrer Position, Sir Galahad. Bestätigt. Retter voraus, erledigt ihn! Verdammte Rippel. Sir Galahad, wir haben eine Artilleriestellung auf einem Wagen östlich Ihres Standortes entdeckt. Das klingt nicht gut. Eine Schutterkanone. Verstanden. Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Lasst sie kommen. Oh! Sentinel 3, behalten Sie ihn im Blick. Hi, ma'am. Was haben wir hier? Warte. Bleib so stehen. Wo schießt der? Drin. Du bist ja wirklich ein Blinder. Hier, wieder dort am Anfang. Oh, das kriegst du an. Sir Galahad, wir haben eine Artilleriestellung auf einem Wagen östlich Ihres Standortes entdeckt. Hier ist auch wieder eine Schutzkanone. Verstanden. Sir Galahad, Rebellen unterwegs zu Ihrer Position. Lasst sie. Nein! Stopp! Dummes Vieh. Nee, das will ich nicht. Wo denn?
Noch mehr? Oh nee. Glückwunsch! Entdeckung gewesen und trotzdem gestorben. Sauber. Geht mir. Vorwärts und macht den Ritter kalt! Dreckige Rebellen. Sergeant, wir haben eine Artilleriestellung auf einem Wagen östlich ihres Standortes entdeckt. Wie es aussieht, eine Schulterkanone. Verstanden. Ich hab halt meinen Ton erstmal. Sir Gallagher, Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Mist, er steht wieder auf. Mei, ich treffe überhaupt gar nichts. Gar nichts. Aber schon nichts mehr. Jetzt. Kann ich die Granaten hier aufnehmen? Das ist eine Scheiße. Mensch, steh auf! Verstanden. Treffen die denn nicht? Oh, Jungs. Bin ich euer Ernst hier? Scheiße! Scheiße! Duck dich doch mal! Hm.
Scheiße. Hau ab hier. Nee, komm, tschüss. Ehrlich. So eine Scheiße, ey, ehrlich. Nee. Verstanden. Wo denn? Sir Gallagher, Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Lasst sie kommen. Sentinel 3, behalten Sie ihn im Blick. Aye, ma'am. Gucken. Gucken. Denn er hat direkt gewusst auch, dass ich komme um die Ecke. Weiß ich aber, wo diese beliebte Kanone ist. Drei Mann dort? Wahnsinn. Verdammte Rebell. Wir haben eine Artilleriestellung auf einem Wagen des Standortes entdeckt. Hier ist auch wieder eine Schutzkanone. Verstanden. Meine Fresse! Braucht 3 Jahre, um die Knochen aufzuladen. Ja, erschieß mich, jawohl. Wahnsinn. Ich meine. Verdammt. Schutz.
Ist der jetzt tot oder was? Irgendwo oder nicht? Hier. Einfach nur hier. Ja, ist gut. Immer wieder von Anfang an da. Da ist er nur das, also. Also da könnte mal Brett sein, oder? Kürzen. Die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung eindämmen. Meine Fresse, ey. Scheiß auf die Armee. Das ist mein Kampf. Sir Galahad, der Sitterkommandant verlangt, dass Sie die Verfolgung aufgeben.
Einfach nein hier. Durchsage an alle. Bitte meiden Sie das Ostende der Westminster Bridge. Wir beobachten dort derzeit queres Artilleriefeuer. Wo denn? Denn? Ach, hier unten. Galahad, das ist ein direkter Befehl. Gib auf! Galahad, was tust du? Komm wieder zu dir und geh zum Palast zurück. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Ja. Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order! Wo ist Sir Galahad? Lady Igraine, Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Wow, 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 wow. Echt? Halt! Wirtschaft! Ein Drink! Ein Drink, verdammt nochmal! Absinth! Die harten Sachen kommen heute. Zum Vergessen. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste.
Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatare Nechikaro. Devi. Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Kamekele Chordo. Kamekele Bad Kerenge. Blackoke Kam Keliajao. Akahukumurani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall-Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um Ihretwillen. Es sieht auf jeden Fall vertrauenswürdiger aus, als hier der alte Schallkopf. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall-Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Na, da sind wir ja mal gespannt. Aha, jetzt habe ich schon mal die Klamotten aus.
Ray. Was für ein Spiel spielst du? Das kann nicht sein. Verrät ihr mich jetzt? Gut, hier werden wir jetzt erstmal einen Cut machen. Und dann das nächste Mal hier weitermachen.